Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kuku-Effekt-Box von King Khalil. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kuku-Effekt von King Khalil. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen, dass das Ganze nicht mehr so spiegelt. Und dann schauen wir das Ganze mal im Detail an. So, also wir haben hier eine schwarze Box. Oben in weißer Schrift King Khalil zu lesen. Unten Kuku-Effekt. Und wir haben hier, sieht aus wie eine Tanke, den Interpreten auf einem Sofa sitzen. Rote Chicago Bulls Jacke, weiß-rote Air Max. Auf jeden Fall interessantes Cover, sehr schöner Kontrast, so mitten auf der Straße, mitten auf der Tanke, einfach mal so eine braune Couch, so ein Sofa hingestellt. Auf der Seite lesen wir Team Kuku und hier noch das Logo von King Khalil. Hier lesen wir Effekt, oben lesen wir Kuku, hier auch nochmals Team Kuku und diese Krone. Und auf der Rückseite lesen wir auch nochmal groß Zentrum Kreuzberg, also hier nochmal eine andere Aufnahme und dann Team Kuku, Barcode und Credits. Gut, das Ganze keine reguläre Klappbox, denn der Deckel lässt sich abnehmen, gefällt mir gut, wenn der Deckel abgeht, von innen in weiß und dann kommt uns auch schon der Inhalt entgegen. Wir haben hier einmal ein Schlüsselband, einmal eine Getränkedose, eine Bunkerdose, das Album Kuku-Effekt, die Instrumentals zum Album, die Kuku Habibi Bonus EP, dann haben wir 1-2 Sticker und ein Poster, dieses, habe ich es richtig gesehen, jawohl, dieses signiert. Von, hoppala. Das war der Deckel. Von innen die Box glatt weiß. Machen die Box mal wieder zu. Und stellen das dabei auf die Seite. So. Dann holen wir gleich noch die Sachen aus der Verpackung. Das Album ja auch noch eingeschweißt. Eventuell brauchen wir hier gar kein Messer. Naja. Das ist immer so eine Sache mit diesen Laschen. Aber jetzt. So, wie immer starten wir mit dem Album an sich. Es ist das Debütalbum. Also King Khalil hat schon diverse Sachen released, Tracks, EPs etc. Aber es ist wirklich das Debütalbum. Hier an der Seite lesen wir Team Kuku, das Cover kennen wir bereits, allerdings auf der Box war das Cover etwas abgeschnitten und hier haben wir jetzt das komplette Cover hier, also mit Mercedes und in dem Fall der Schriftzug hier dann links. Auf der Seite sieht das Ganze so aus, King Khalil Kuku Effekt lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist in diesem Grün, Zentrum Kreuzberg Grün. 15 Tracks an der Zahl und jede Menge Features. Wir haben Features von Cool Savage, Saphir, Chill und Abdi, Capital Bra, Prinz Pi und nochmals Capital Bra und Massiv. Also jede Menge Berliner, aber auch Frankfurter oder Hamburger in dem Fall. Barcode und Credits. So sieht das Ganze aus. Wir haben einmal das Booklet, Cover kennen wir bereits, diverse Aufnahmen des Künstlers, hier in Berlin aufgenommen, schöner Wagen und hier im Trainingsanzug vom FC Chelsea. Wieder Mercedes in weiß, allerdings ein anderes Modell.
Weitere Aufnahmen hier mit seinem Partner Capital Bra. Sehr schön. Und dann haben wir hier, genau, das habe ich noch gesucht, hier haben wir die Infos über die einzelnen Tracks, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Sehr schön. Zum Abschluss noch einmal das Logo von Team Kuku in grün. Dann haben wir das Album an sich, die CD in schwarz und so einem Giftgrün, in so einem Neongrün gestaltet. King Khalil Kuku Effekt. Und die Rückseite blank schwarz. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Das sind so vom Cover her, wie auch schon das Album an sich, allerdings hier in schwarz-weiß gehalten. Instrumentals lesen wir hier unten. 15 Stück an der Zahl. Und die CD sieht so aus, in schwarz und blau gehalten. In einer Papphülle. Bonus-EP, Kuku Habibi-EP. Und hier sehen wir den zweiten Mann, der auf der Bonus-EP vertreten ist, nämlich Capital Bra. Dieser unterstützt hier King Khalil. Hier wieder der weiße Mercedes. Und wir haben hier 5 Tracks an der Zahl plus die Instrumentals. Also die 5 Tracks, 4 davon Collabo-Tracks, also King Khalil und Capital. Und der 5. Track mit K.A. Muss ich ehrlich sagen, sagt mir jetzt nichts. Dann haben wir die CD, relativ schlicht gehalten, auch hier in schwarz. Und das Ganze ebenfalls in einer Papphülle. Dann haben wir Sticker, 2 Stück. Einmal diesen hier, Team Kuku Sticker, quadratisch. Und diesen hier, King Khalil Kuku Effekt, kreisrund. Ein Schlüsselband in schwarz mit weißer Aufschrift, Team Kuku steht hier. Ah, das sieht man auch selten, wirklich beidseitig bedruckt. Normalerweise ist die Innenseite dann blank, aber wirklich beidseitig bedruckt. Der Verschluss vorne aus Metall, je nachdem für den Schlüssel geeignet oder irgendwelche Pässe, also Backstage-Pass oder Eintrittskarten, könnt ihr da dranhängen, was auch immer. Ja, klassisch in schwarz-weiß. Dann haben wir das Poster. So. Und was mich besonders freut an dem Poster, ist, dass hier unten links wirklich unterschrieben wurde. Bedeutet, wir haben hier einmal das Cover des Albums im Querformat, also den Interpreten hier vor der Tanke sitzend auf seiner Ledercouch. Und hier unten links im Eck wurde dann mit silbernem Stift unterschrieben, King Khalil 361. Sehr schön, passend zu Kreuzberg natürlich, 361. Das Ganze im Querformat und einseitig bedruckt, Rückseite blank weiß. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box diese Soda, diese Getränkedose. Team Kuku lesen wir hier. Kuku Effekt, King Khalil. Oben und unten jeweils so Orangen. Alles sieht echt aus wie so eine Fanta-Dose, so eine Limonadendose. Allerdings ohne Ablaufdatum bedruckt. Und das Ganze geht hier dann auf. Also so eine Fake-Dose, so eine Bunkerplatz-Dose. Das heißt, ihr habt hier Stauraum, um diverse Substanzen oder was auch immer euch so einfällt, hier drinnen zu bunkern, das Ganze hier abzuschließen. Und es ist dann wahrscheinlich bei einer Kontrolle oder generell, wenn man sich damit bewegt, eher unauffälliger, weil alle Leute denken, gut, du hast hier eine reguläre Getränkedose und wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen würden, diese zu öffnen. Ja, interessante Sache, für mich absolute Premiere, habe ich so in einer Box noch nie gesehen. Auch wenn ich jetzt ehrlich sagen muss, dass ich nicht so die große Verwendung habe. Also ich habe selten irgendwie Drogen durch die Stadt oder so zu transportieren, aber ja, nette Sache. Gut,
Zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Bunkerdose. Das Poster im Querformat handsigniert. Die zwei Sticker, einmal quadratisch, einmal kreisrund. Die Bonus-EP mit Capital Bra. Die Instrumentals zum Album. Das Schlüsselband. Und natürlich das Album Kuckoo-Effekt an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box Kuckoo-Effekt von King Khalil. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr King Khalil unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.